Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play MTA VO Real Life. Mit dabei sind wieder der Martin. Hallo. Und noch ein Special Guest. Hallo. Nico. Genau. er ist der Nico. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich ihn auch in der Beschreibung. Danke. Danke. Genau. Und wir haben wieder ein Auto. Yay! Wieso haben wir ein Auto? Die Leute, die den Stream geschaut haben, wissen jetzt wieso. Weil wir haben uns ein Auto einfach ganz gekauft. Ja, das 750er Auto, das kostet. Ja, wir haben uns das Auto einfach mal gekauft. Für 750, also ich habe es mir Ach, du bist noch nicht drin. Das ich war drin, aber die Tür war nicht zu. Lock 1. So. Gut. Lock Warum geht die Tür wieder auf? Ist sie bei dir offen? Ja. Hast du wieder abgeschlossen? Ja, mach. Guck. Jetzt ist sie zu. Hm. Okay. Ja, bisschen besser. Jetzt ist abgeschlossen. Jetzt machen wir die Bremse aus. So. Machen den Motor an. Und. Ja, ich sag, wir machen den Motor an. Danke. Und zwar wird das eine ganz kurze Aufnahme eigentlich. Nur maximal 3/4 Stunden, also bis um 6. Oh. Ja, hier wollen wir mal hin zu den Medics. Das ist mal unser Ziel, aber vorerst noch nicht. Wir brauchen dafür nämlich 100 Spielstunden. Echt? Ja, brauchen 100 Spielstunden und einen Flugschein. Also ein ich weiß Flugschein. Nicht. Ich weiß nicht, ob Flug- oder Helikopterschein. Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber irgend sowas. Ein von denen diesen Schein und das ist schweineteuer. Aber wir haben heute was ganz anderes vor. Sir Pac-Man wird es euch gerne erklären. Wir werden heute. Ach ja, genau, wir werden heute das fahrende Haus kaufen. Also ein Wohnmobil, oder? Genau, wir werden uns ein fahrendes Haus kaufen. Also wir kaufen uns ein Haus, schrauben vier Räder dran und gut ist. Nee, wir kaufen uns ein Wohnmobil. Meine FPS-Zahl ist im Arsch, aber ich weiß echt nicht, woran das liegt. Ohne Witz. Kill. Wir kaufen uns ein Wohnmobil. Wir fahren da gerade mal hin. Ja. Das kostet $50.500. Das habe ich aber zusammen. Sollte man das nicht lieber auf der Hand haben oder hat so ein Auto im Nein, per EC-Karte geht glaube auch. Okay. Also ich glaube, sonst fahren wir halt nochmal zurück. Wir haben ja ein Auto. Also du hast ein Auto. Also ich habe ein Auto, stimmt. Mein kackbraunes Auto. Ja. Ist wirklich kackebraun. Ja. So, jetzt kauft sich Sir Pac-Man sein erstes Auto, weil das Wohnmobil ist nicht nur ein Haus, wo man drin wohnen kann, das ist auch ein Auto. Nicht so schnell, aber es ist ein Auto. Hm. Schneller als zu Fuß. Ja, eben. So, da warte. Ich parke ja kurz mein Auto. Einfach mal da. Ja, haben wir hier einen Campingplatz rein. So. Der hat sicher nichts gegen, wenn ich mein Auto hier hinstelle, ne? So, machen wir Licht aus, Motor aus, die Brake noch anziehen und aussteigen. Ja, und den Wagen müssen wir abgeschlossen. Ist gut. Den Wagen müssen wir auch noch tunen, also lackieren alles. Aber vor ist nicht, wir dürfen. Also, Karte, ja. Moment, ich zeige euch erstmal meine Stats/Self. So, ich habe $60.253 und 26 davon auf der Hand. Ist eine ganze Menge, wir haben ein bisschen gejobbt. Und wir kaufen uns jetzt einen Wohnwagen. Kaufen. Ich kann mir den, glaube ich, gar nicht kaufen. Noch nicht genug Kohle? $50 fehlen mir! Dein Ernst? $50 habe ich auf der Hand, das ist es. Vorerst mache ich bestimmt kurz zu einer Bankautomaten. Lock 1. Lock 2 ist es ja. Hey, ist das die Tür? Also kann man die Tür selber... Nein, aber das ist mein zweites Auto, was ich gekauft habe, deshalb Lok 2. Jetzt, wo du Lok 1 gemacht hast, ist das andere Auto offen, oder wie? Nein, weil ich zu weit weg bin. Ach so. Eigentlich könnten wir mit dem anderen fahren, ne? Der ist eigentlich schneller. Ja. Ich stelle den aber mal hier hin. Wird schon niemand klauen. Und sonst ist er abgeschlossen. /Break. Tut mir leid, dass ich jetzt so gefehlt habe wegen $500.
So, ich würde mich gar. Ich würde mal gerne mal schauen, wie man hier reinkommt. Ins Haus? In den Wohnwagen rein. Slash Enter. Warte mal, ich guck mal. Haus. Häuser. Slash. Bei Haus. H-Lock. Nein, ich will rein wissen, wie man reinkommt. Ja, weil man, es steht ja, man sollte auch irgendwie essen können und so. Slash H-Lock. Die gehört kein Haus, das weiß ich. Slash. Keine Ahnung. Renzelhaus. Anrennt. Brauchen wir alles nicht. Spawn. Spawn Change. Bitte nutze das Optionsmenü. Slash Self. Optionen. Ne, das sind die Animationen. Den Donator System. Mach mal Schrägstrich in. Warte. Slash in. Mit zwei N oder mit einem? Mit einem. Slash in. Geht, passiert nichts. Cellhouse. Optionen. Wo ist denn das Optionsmenü? F1 Befehle. Befehle. Da steht immer auch in / out. Entweder sind wir gerade zu dumm oder Spawn Change, das müsste gehen. Slash Spawn Change. Wenn man schreiben könnte, würde das gehen. Nutze das Optionsmenü. Welches fucking Optionsmenü? Warte mal, vielleicht. Kannst ihn nicht verschieben. Handbremse angezogen. Daten. Hä? Willst du mal einen Report schreiben? Häuser können mit geworben werden. Fernsehen, ich probiere mal was aus, warte. Lock 2, stimmt. Das Haus kannst du auf und zuschließen mit H-Lock. Slash in. Ja, das habe ich schon ausprobiert, das geht nicht. Okay. Rent. Rent. Sein Haus. Get in. Get in. Auch nicht. Naja. Slash Admins. Sind ein paar online. Sollen wir mal einen Report schreiben? Ja, meld mal. Slash Support. Können wir auch den Support direkt testen? Schriftzeile. Wie heißt der Wagen? Journey. Na, ich schreibe mal Wohnwagen. Die wir sind schon. Mobil. Ich habe mir ein Wohnmobil gekauft. Punkt. Ich wüsste gerne, wie ich in das Wohnmobilhaus komme oder so. Reinkomme, um darin zu essen, etc. Und um meinen Spawn in das Wohnmobil zu verlegen, muss ich ja ins Optionsmenü. Wo ist das? Fragezeichen. Also, ich habe es geschrieben, ich habe mir ein Wohnmobil gekauft. Ich wüsste gerne, wie ich das Wohnmobil, ich in das Wohnmobil reinkomme, um darin zu essen, etc. Und um meinen Spawn in das Wohnmobil zu verlegen, muss ich ja ins Optionsmenü. Wo ist das? MFG, Mr.
Swiss. Mr. Swiss. So, jetzt nichts anderes drücken, sondern einfach hier auf das hier drücken, sonst wird das Ticket nämlich gelöscht. Hm. Okay. Ja. In der Zeit fahre ich dich kurz zum... Hast du $50 auf 50? Ja, auf der Hand habe ich, aber nicht auf der Bank. Das ist lustig. Der Motor will nie anspringen. Hast du noch genug Benzin? Ja, ich hab es noch halb voll. Okay, oder halb leer. Oder halb leer. Heute bin ich nicht mehr. Ja, wobei. Optimisten sind Retards, stimmt. Es ist halb leer. Junge, fahr. Ja, ich bin schneller als du. Ja, das bist du. Ja, so Hubnase. Hubnase. Wow! Du kannst aber schön fahren. Ein Hubschrauber. Oh, eine Explosion. Oh! Arrivederci. Ich werde mir demnächst nach dem Dings, nach dem Wohnmobil, wenn ich wieder genug Geld habe. Ja, da hängen ein paar Leute am Hubschrauber. Nein, wollte ich gerade sagen. Das geht nur in MTA, Leute. In SMP könnt ihr das vergessen. Oh. Ups. Zwei STVO-Punkte. So, geh Geld holen. Oder ablegen halt. Ja. Break. Nein! Alter, bist du irgendwie dumm? Nein, ich bin unter die Räder gekommen. Ich meine den. Warte, der Typ ist irgendwie doof. Ich park hier bei der Feuerwehrwache. Jo. Slash break. So. Du bist bei der Feuerwehrwache, okay. Ich bin hier. Ich habe die Handbremse angezogen, dass wenn ich aufmache und irgendein Spasti zieht mich raus, dass er nicht wegfahren kann. Ja, das ist schade. Lock 1, steig an. Ja, so bin ich halt. Break und weg sind wir wieder. Haben Sie schon was geschrieben? No. Ja, es sind. Alter! Ah, 0 SVO-Punkte. Okay. Das kann ich so hinnehmen. $16. Ah, das geht auch noch. Bei 217 Leuten, die auf dem Server sind, werde ich wahrscheinlich nicht der Einzige sein mit einem Report. Ja, und sonst sehen wir es dann nächstes Mal. Ja, jo. Ui. Bam. Die arme Laterne. Gibt es nicht mehr. Bin ja sowieso immer in GTA. Die Leute, die früher mit mir gezockt haben, wissen, dass ich war immer zuständig dafür, dass ich die Laternen wegräume. Es kann eine Laterne irgendwo auf einem Feld stehen. Ich triff sie. Zu 200%. Oh mein Gott. Ich habe einfach Skill. Doch nicht. Signum bietet 79.000. Wofür denn? Wofür? Keine Ahnung. Wüsste mal gern, wofür das die da viel bieten. Ich erinnere an den Zuvorkäufer auf 85 gesetzt. Da steckt ein Schild im Boden. Wo? Da hinten. Bin ich gerade drüber gefahren. Jetzt kaufe ich es. Hui. Glückwunsch zu Kauf. Slash break. So. So ist er. Lock 2. Slash in. Slash get in. Slash Optionsmenü. Nein. Ich drück mal alle F-Tasten außer F9. Okay. Passiert nichts. Okay. Slash self. Was? Ups. Ich weiß gerade echt nicht, wie man hier reinkommt. Also ist. Aktivieren. Nein, das will ich nicht.
will auch nicht irgendeine dumme Animation machen. Ich will einfach nur in diesem Wohnmobil spawnen. Slash W. Oder wie heißt es? K-Help? W-Help. W-H-Help. Wir sind keine. W-Infos Break. Tau W. B. Naja, ich fahr den Wagen. Mal zu einer Location, wo ich ihn haben möchte. Und park ihn da. Ja, mach ich auch. Suchen wir uns mal eine schöne Location, wo wir wohnen können. Um das Schild herumfahren, bitte. Wir müssen ihn auch noch lackieren und so, scheiße, ne? Müssen nicht, wir dürfen. Aber auch gar nicht genug Geld fürs Lackieren und so jetzt. Ich hab noch 9000. Aber ich kann mal kurz gucken. Ah, ich hab ne Idee, wo wir wohnen können. Komm mit. Moment. Ich hab $500, okay. Ja, hervorragend. Er hat fast seinen letzten Dollar dafür gegeben. Aber wenigstens haben wir jetzt ein Haus, wo wir noch nicht reinkommen. Ich überlege gerade, ist das Optionsmenü im User Control Panel? Könnte sein, ne? Guck ich nachher mal nach. Du hast schon die Türe irgendwie eingefahren. Oder du guckst nach, das ist auch eine Idee. Ah, du weißt doch, es gibt doch manchmal so ein Ding, so abschließen und so. Wetten, da ist das auch drin. Hä? Oh nein, nicht runterfahren! Ja, da ist eine Leitplanke, da kannst du nicht runterfahren. Zum Glück. Ja, sonst wäre dein Wohnmobil jetzt weg. Ja.